Moin, herzlich willkommen zurück hier am Wochenende, am Samstag, zu einer neuen Folge Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map, Version 1.4 ohne Gräben. Tja, wir sind dabei, Ballen zu pressen, Ballen zu sammeln. Feld 12 wird noch geerntet. Wenn Feld 12 geerntet ist, dann bringe ich erstmal alle Erntefahrzeuge zurück zum Hof. Ballen werden weiter gepresst. Dann können wir aber noch anfangen, oben Zuckerrüben zu ernten an der Zuckerrübenfabrik. Aber da brauchen wir nur eine Maschine und einen Abfahrer für. Das geht dann relativ fix, denke ich mal. Und ja, hier liegen auch jede Menge Ballen. Wir haben ein neues Ballenlager gekauft. Das steht bei den Schafen. Das werden wir jetzt erstmal mit Stroh voll kleistern und dann werden wir mal gucken, was wir noch so machen. Ja, zu den modifizierten Ballenlagern, zu denen ich ja ein Tipps und Tricks Video gemacht habe, gibt es noch zu sagen, alles gut, funktionieren nur im Multiplayer nicht. Da gibt es Probleme bis hin, dass man nicht mehr ins Spiel reinkommt. Dann ja, muss man den Mod deaktivieren, dann sind die Ballen natürlich leider auch weg, aber es gibt da echt massive Probleme. Nicht nur, dass man nicht mehr ins Spiel reinkommt, sondern auch, dass Ballen verschwinden, nicht mehr angezeigt werden und so weiter und so fort. Ich habe da noch keine Lösung für, noch am Suchen, habe aber leider gar nicht viel Zeit dazu. Ich habe aber auch schon die Entwickler angeschrieben, ob die mir vielleicht auf die Sprünge helfen können. Vielleicht habe ich, also ich werde sicherlich irgendwas übersehen haben, gehe ich mal von aus. Aber vielleicht gibt es ja auch, vielleicht können die mir einen Hinweis geben, was ich übersehen habe bei meiner Modifikation. Aber vielleicht sind auch die Skripte irgendwie, will nicht sagen Fehler, aber einfach irgendwo eine Grenze, dass einfach irgendwas nicht anders geht, weil, was weiß ich, ein bestimmter Datentyp angegeben würde. Ich weiß es nicht. Dafür kenne ich mich damit zu wenig aus. Fakt ist nur, im Singleplay funktioniert es hervorragend, im Multiplay funktioniert es eigentlich so gut wie gar nicht, leider. So, das nur mal ja, vorausgeschickt. Also wir würden das jetzt sehen. Ich habe ja jetzt schon zwei Lagen oder zwei Ladungen Rundballen da drin. Das heißt, da müssten jetzt 87 Rundballen drin sein. Eigentlich 88, aber einer davon war noch ein Grasballen. Wenn ich jetzt gleich nochmal die nächsten 44 hinterher schicke, dann tritt im Multiplayer nämlich dann ein Problem auf, welches im Singleplayer nicht auftritt. Das ist eigentlich schade, weil das Ballenlager ist echt geil. Mir ist die Kapazität eben einfach nur zu gering gewesen. Gerade im Multiplayer, wo wir jede Menge Ballen, also wahrscheinlich noch mehr Ballen sammeln können als hier, wäre das genial, einfach so ein Ballenlager mit einer höheren Kapazität zu haben. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wenn ich eine Lösung habe, sage ich es euch auf jeden Fall. Ja, ansonsten, wir sind dabei, Hopfen abzufahren. Wir sind dabei. Dann könnte ich eigentlich mal eben schnell gucken. Der Hopfenabfahrer wird ja nie seine Ladung los. Wo ist er? Durchsteppen. Er ist schon wieder auf dem Rückweg. Da ist er. Ja, super. Abfahrer entlassen. Einmal umdrehen. Fahren wir eben einmal von Hand zur Brauerei. Machen den leer. Nützt ja nichts. Wir werden allen haben. Bis zum geht nicht mehr. Oh nein! Jetzt hat der Puma schon wieder, der ist auch am Pressen. Schon wieder durchdrehende Reifen. Der fährt sich immer selber auf den Ballen fest. Vielleicht muss ich, dem habe ich aber auch kein Frontgewicht verpasst, glaube ich. Vielleicht muss ich ihm einfach auch nochmal Frontgewicht verpassen. Vielleicht schiebt er dann die Ballen einfach zur Seite und fährt sich dann nicht immer drauf fest. Das ist auf jeden Fall nervig. Das ist nämlich echt nervig. Eigentlich müsste ich da ein Räumschild vorne vorhaben, dass er die Ballen dann einfach zur Seite schiebt, wenn er irgendwo rauf fährt oder so. Aber naja. So, hier steht auch noch ein Teil meiner Ernteflotte. Müssen dann auch zurück zum Hof. Das machen wir aber später. Und dann können wir auch schon mit dem Auspflanzen und dem Ansehen der nächsten Saat anfangen. Da müssen wir mal gucken, was wir dann überhaupt alles aussehen.
Der hier findet irgendwie den Abladetrigger nicht, der Kurs. Ja los, mach. Werde ich mit wie nichts so. Ah? Kommt aber doch ordentlich was zusammen. Ja, ich glaube nicht, dass wir auf 500.000 kommen. Aber kommen auf jeden Fall schon dicht dran. So. Case Puma. Ja, du hast dich wieder festgefahren im Vollhorst. So. Gut. Da sind wir. Dann fahren wir jetzt mal wieder Richtung Ballenlager. Füllen das Ballenlager weiter. Hier unten wird hoffentlich weiter fleißig gepresst. So, wo ist denn mein... In der Übersicht, da ist mein Xerion. Ja doch, der ist auch weiter fleißig am Pressen. Der Pum... Oh. Wenn es ein Fahrzeug gibt, was mir halt tierisch auf den Keks geht, hier der Case Puma. Weil der hier ständig sich festfährt. Weil der hier immer irgendwelche komischen Kurse nimmt. Ja schon fast von Hand ins Ballenlager schmeißen. So dicht sind die dran. So. Auf geht's. Weiter geht die wilde Fahrt. Gewinne, gewinne, gewinne. Einsteigen hier. Wieder dabei sein. Spaß haben. Oh, 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 oh. Klaas Axi, ey. Experience, Hilfe. Crossplay macht mich fertig. Mit Sicherheit an mir, aber... Jo, es werden immer mehr Ballen. Die werden auch mal angezeigt. Im Multiplayer hätten wir es jetzt nicht. Achso, wollte jetzt eigentlich gucken. Was denn hier mit ihm ist. Ich weiß nicht, wie er auf diese Idee kommt, sich da hinzustellen, aber... Kein Drescher an Reichweite. Richtig. Du stehst jetzt gleich wieder voll im Weg, ey. Mann! Drescher wendet, ja, das hast du ja gut erkannt. So. Wir gehen weiter Ballen sammeln. 500 Strohballen kriege ich daheim. Mal gucken, ob ich die voll habe, damit ich das nächste Lager bauen. Ist jetzt auch nur bei den Schafen gebaut, weil da einfach Platz ist. Ich meine, dass es hier ja immer noch eine Kollision gibt bei den
Wärmischfutterfabrik, da kann ich so ein Lager natürlich gut gebrauchen. Aber nee, es ist nicht. Wir sammeln hier fleißig weiter. Heiter geht das weiter, wie man so schön sagt. Sammeln war schön. Oh, alles mitnehmen, nichts liegen lassen. Oh, hier hinten liegt auch noch einer. Den kriegen wir auch. Dann haben wir uns jetzt die Reihe. Also nur mal so, da liegen jetzt schon 131 Strohballen in dem Lager. 500 passen da rein. Wir haben dieses Feld mal irgendwie... Ey, und das Feld mal gerade... Ja, nicht zur Hälfte, schon mehr als zur Hälfte abgeerntet, aber abgestroht sozusagen. Ich will nicht abgegrast sagen. Ist ja kein Gras. Dieser Case macht mich fertig. Nichtsdestotrotz nehme ich jetzt erstmal hier mein Cosplay-Menü aus. Ah, das Feld haben wir dann aber auch bald. So viel liegt dann da hier nicht mehr. Und dann noch ein, vielleicht zwei Fahrten. Dann sind wir da durch. Ja, dann können wir auch schon unten am Rinderhof, können wir mal wieder Stroh und Silage machen. Wir können uns dann irgendwann auch noch mal einen zweiten Big M kaufen. Und da haben wir ja. Wenn wir jetzt auch mit der Bierproduktion gerade wieder ganz aktiv sind, na dann sowieso. Den haben wir. Was macht der Case? Na was wohl? Hat sich wieder auf irgendeinem dämlichen Rundballen festgefahren. Geht mir ja doch echt auf den Keks, ne? Egal. Ja, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeguckt habt. Ich muss das erst, bevor ich euch verabschiede. Muss ich hier erstmal ordnen. Mir noch nicht sagen, dass du fertig bist. Also. Mann. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Abonniert mich, sagte ich schon. Würde mich freuen, noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet. Zur nächsten Folge, Let's Play Alice 17, Nordfriesische Marsch. Und in diesem Sinne sage ich mal, ciao!